heute kinderleicht kochen, Spaghetti Bolognese. Dafür benötigen wir frisch geriebenen Parmesan, eine klein gehackte Zwiebel, eine klein gehackte Karotte, hier Hackfleisch, Pfeffer, Brühe und Salz und Kräuter der Provence. Hier noch Öl zum Anbraten und hier Spaghetti, Tomatensauce und vielleicht noch ein Schuss Tomatenmark. Wenn die Platte warm ist, dann kann man sie auf die 7. Stufe stellen und dann kann man Karotten und Zwiebeln reingeben. Ich verteile das Hackfleisch, damit es schneller anbrät. Hier. So, bevor das Fleisch richtig fertig ist, tue ich noch die Gewürze dazu. Alle auf einmal? Ja. Für den super Tomatengeschmack etwa ein Esslöffel Tomatenmark. Brauche ich einen Esslöffel? Nee, einfach so. Ein bisschen rein? Mhm. Oh, ich habe das noch hier. Auf die Zeit auf. Ich wette, wir wollen alle nicht, dass uns die Kräuter verbrennen, weil dann schmecken sie ein bisschen bitter. Das Ganze wird jetzt mit der Tomatensauce ein bisschen abgelöscht. Kannst du wieder näher kommen und mir sagen, wann Stopp ist? Alles rein. Die ganze Packung? Ja. Tomatensauce einrühren und kurz aufkochen lassen. Noch ungefähr 500 Milliliter Wasser in die Flasche. Auch das kommt dazu. Jetzt blubbert das wieder. Ja, rein damit, dann blubbert es nicht mehr. Der Riesenvorteil ist, die Flasche ist sauber. Jetzt brauche ich etwa 350 Gramm Spaghetti durch und füge sie hinzu. Und dann 10 bis 12 Minuten köcheln. Aber nicht vergessen, zwischendurch immer mal wieder umrühren. Nicht vergessen, den Deckel wieder aufsetzen. Als grünen Abschluss rühre ich noch ein bisschen Parmesankäse in die Soße. Der Rest wird dann drüber gestreut.
Spaghetti Bolognese, das ist der Weg. Guten Appetit!